Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Konarium. Ja, ich habe vor einer Weile hier mal wieder gespielt gehabt und bin jetzt wieder total raus. Also für euch dürfte es die nächste Folge sein, für mich ist es wieder quasi Neuanfang, quasi nicht Neuanfang, aber halt eine Weile her. Ich muss mal gucken, wo wir jetzt das letzte Mal aufgehört haben. Ich weiß noch was mit einem sprechenden Kopf. Did I lock my door? I don't remember where my keys are. Wir sind auf jeden Fall Frank Gilman, der einzige Wissenschaftler, Erkunder, der hier ist. Und Dr. Faust, seine Tür ist abgesperrt. Dr. Faust, definitiv eine wichtige Persönlichkeit oder eine wichtige Charakterfigur, wie wir hier sicher noch oft zu hören werden. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie wir das Licht ankriegen. Ja. Xylopin haben wir hier. Das hatten wir bis jetzt in mehreren Medikamentenschränken. Da haben wir eine Kabine. Ein Familienfoto. Sieht zumindest zerrissen aus und später wieder zusammengefügt. Ah, da haben wir schon Notizzettel. Die Albträume haben noch ein unerträgliches Ausmaß angenommen. Noch immer begegnen mir dieselben männlichen Gestalten in meinen nächtlichen Visionen. Doch mittlerweile hält er etwas in der Hand. Vermutlich eine Lotusblüte. Wir führen nach wie vor dieselben düsteren und ernsten Unterhaltungen. Nacht für Nacht. Doch ich erinnere mich immer noch nicht an den Inhalt dieser. Manchmal vernehme ich seine Stimme über das Funkgerät, wenn ich arbeite. Es sind keine verständlichen Sätze, sondern eher eine Art unterbewusstes Gemurmel. Ich habe Angst davor, jemanden davon zu erzählen, denn man würde mich mit ziemlicher Sicherheit suspendieren. Es kommt nicht sehr glaubwürdig rüber. Ja, aber was mir auch auffällt, ne, die Schriftzüge sind auch voller Blut. Also die Notizen. Naja, aber nichts weiter. Was ist mit den Leuten passiert? Hier oben können wir leider nicht gucken. Und hier unten ist nichts weiter mit dabei. So, hier haben wir Handschuhe und eine Schneebrille. Und einen weiteren Notizzettel. Ich bin geneigt, der Auffassung Glauben zu schenken, dass unsere nächtlichen Visionen nicht nur eine vage und fantastische Reflexion des Erlebten im wachen Zustand sind. Jedes Mal, wenn ich in den Schlaf gleite, bin ich aus irgendeinem Grund dazu in der Lage, in meinen Träumen atemberaubende Landschaften zu erkunden. Eine vollkommen fremdartige Perspektive mit unnatürlichem Charakter, mit der sich die äußersten Sphären der mir bislang noch unerschlossenen Welt mit einer unglaublichen Intensität darstellen lässt. Ich weiß nur, dass diese seit Beginn der Konariumssitzungen möglich ist. Obwohl ich keiner der Teilnehmer bin, bin ich trotzdem davon betroffen. Es fühlt sich an, als würde ich während meiner Ohnmacht in die ewige Leere hineingezogen. Als würde ich die Schwelle zwischen Traum und dieser fremden Realität überschreiten. Klingt verrückt. Klingt verrückt. Okay. Ah, hier haben wir nochmal ein... Ja, Bild von seiner Frau und ihm. Mhm. Und nichts weiter da. Das könnte sein Vater sein oder sowas. Oder der Großvater, man weiß es nicht. Aber ansonsten haben wir hier definitiv nichts weiter. Das nächste Zimmer. Wieder ein Bild von den Kindern, ne, oder von dem Kind. Ganz klar, ne, die werden ja über längere Zeit unterwegs sein. Oder hier dort mit festgehalten sein in dem Sinne. So, wir haben einen Schlüssel von John D. Witte. Hm. Ansonsten nichts weiter Wichtiges.
Aber wir haben hier an den Türen definitiv nichts weiter dran, ne? Keine Namensschilder, gar nicht. Ah, wieder ein schönes Familienbild oder Kinderbild. Definitiv alles so verlassen, wie es war, ne? Eine der Composit-Skulpturen, die wir auf unseren ersten Erkundungsmissionen entdeckt haben. Sie besitzt ein geöffnetes drittes Auge auf der Stirn und der Innenseite der Hand, was meiner Meinung nach auf einen Zustand der Erleuchtung hinweist, da Andeutungen auf Wissen und die großen Alten in fast jedem Basisrelief, das wir bislang gefunden haben, Erwähnung finden. All das lässt mich glauben, dass die Kreaturen in dieser Hallen wissen, welche Art auch immer, von den großen Alten, den sagenumwogenen Gestalten aus Urzeitmythen erhalten haben. Weitere Ausführung der Kombuskulpturen, deren Erscheinungsbild von menschlich bis reptilienartig reicht, sind zumeist beschädigt und allgemein im schlechten Zustand. Der Bildhauer hat seiner Fantasie freien Lauf gelassen. Na, also er hat versucht, das noch auszugleichen. Das Übermaß an fünfzackigen Formen auf den Bauwerken, die wir bis jetzt gefunden haben, kann nicht ignoriert werden. Des Weiteren sind die meist der eleganten Figuren, die die gewaltigen Tore zieren und stillschweigend auf uns herabblicken, reptilienartig. Wie wir dort definitiv sehen. Das Antlitz dieser grotesken, reptilienartigen Gestalten, die wir vor so vielen Äonen angefertigt wurden, sorgte bei Entdeckung für Aufruhr in der Mannschaft. Einige behaupten sogar, sie würden gedämpfte Gelächter aus ihren Inneren vernehmen, auf dem Pinienzapfen, den sie mit ihren humanitären Händen bewachen, oder sie versuchten, sind Symbole eingraviert, die wir bisher noch nicht entziffern konnten. Also, er hat einen Pinienzapfen in der Hand und da ist wohl irgendwas eingraviert. Soweit ich das jetzt verstanden habe, eingraviert, und die konnten das definitiv nicht entziffern. Und die Leute scheinen da schon ziemlich durchgedreht zu sein, wegen dieser Stimmen, die sie gehört haben. Klingt auf jeden Fall nicht schön, ne? Wenn du da irgendwelche Stimmen hörst. Na, hier haben wir jetzt nichts weiter Besonderes drin. So, da schauen wir mal weiter. Wir haben ja auch nichts weiter drin. Moment, ich muss mal kurz hier Spielsteuerung nochmal einstellen. Taschenlampe, Tagebuch, Ausrüstung. Inventar. So, hier haben wir unser Inventar. Das ist der Schlüssel von Johann de Witte, wo wir bisher aber definitiv noch kein Schloss gefunden haben. Und das scheint auch definitiv nicht das zu sein, ne? Ich kann es ja in dem Sinne nicht verwenden. Man kann es versuchen, aber es scheint nicht zu gehen. H. Anderson. Das Porträt. His coat is just right here. Where is he now? Berechtigte Frage, ne? Weil draußen ist ja in dem Sinne richtig kalt. Ah, Johann de Witte. Das ist ein Schlüssel zu seinem Spind. Mir ist aufgefallen, dass sich der Zustand der geistigen Gesundheit in der gesamten Mannschaft dramatisch verschlechtert hat. Eine äußerst beunruhigende und zugleich merkwürdige Angelegenheit, weshalb ich diese Zeilen als eine der ersten Diagnosen auf Papier festhalten möchte. Bei den folgenden drei Personen sind die Symptome besonders ausgeprägt. Dr. Barlow, Dr. Anderson und Dr. Frank Gilman, den ich seit Beginn dieser Probleme regelmäßig genau untersuche. Während der vergangenen beiden Nächte sind die oben genannten Expeditionsteilnehmer schreiend in ihren Betten aufgewacht,
was sich demoralisierend auf den Rest der Mannschaft ausgewirkt hat. Als ich die Gelegenheit hatte, selbst mit ihnen zu sprechen, ist mir aufgefallen, dass sie deutliche Veränderungen im Verhalten aufwiesen. Im Laufe der Zeit hat sich ihr geistiger Zustand extrem verändert. Mit vollkommen anderen Personen verhielten... Was? Mit genügend Aufwand konnte man sie dazu bringen, dass sie sich wie vollkommen andere Personen verhielten, was mich dazu zu der Annahme führte, dass sich dabei um eine Art multiple Persönlichkeitsstörung handeln könnte. Aber es ist noch zu früh für eine endgültige Diagnose. Bei anderen Expeditionsteilnehmern sind die Symptome zwar nicht so ausgeprägt und sie verhalten sich weitestgehend so, wie man es von ihnen erwartet, aber auch hier sind Unterschiede deutlich erkennbar. Ihr Zustand verschlechtert sich jeden Tag und jeder, der diese Symptome aufweist, muss auf Herz und Nieren untersucht werden. Ich habe Dr. Faust darüber informiert und ihm vor den Konsequenzen gewarnt. Er wirkte besorgt, hat mich aber seitdem nicht mehr darauf angesprochen. Aufgrund der miserablen Wetterbedingungen ist es wohl extrem unwahrscheinlich, dass wir professionelle Hilfe von außerhalb erhalten. Ja, logischerweise, ne? Also... Ich sag mal so, ich habe jetzt mal kurz abgebrochen in dem Sinne. Ich sag mal so, Frank Gilman, also den wir jetzt spielen, den Charakter, soll wohl auch unter dieser multiplen Persönlichkeitsstörung leiden. Da ist diese Lotusblüte, ne? Das hatten wir ja schon mal gelesen gehabt. His coat is just right here. Where is he now? Was hattest du sagen? Also wir sind zumindest kein Doktor, so viel ist klar. Aber wir sind einer dieser Betroffenen, der unter diesen Störungen leidet, der schreiend im Bett aufgewacht ist. Nee, haben wir angefangen. Na, hier haben wir angefangen. Also müssen wir jetzt quasi wieder da zurück. Fahrstuhl definitiv. Das wäre schon mal ganz gut. Das ist zumindest das Arztzimmer. Medikamente und alles sind da. Einverständniserklärung durch unterschreiben dieses Dokument. Ich glaube, das habe ich schon mal vorgelesen. Durch unterschreiben dieses Dokument erklären Sie sich mit den unfasslichen Bedingungen einverstanden. Falschaussagen, die wissentlich oder vorsätzlich gemacht werden, einschließlich auf Affidavits oder anderen weiterführenden Dokumenten, die in diesem Zusammenhang, ja. Das haben wir schon mal vorgelesen, weil wir waren schon mal in diesem Arztzimmer drinne gewesen, definitiv. Gefährlich, das ist wie gesagt irgendein Stromraum oder ein Generatorraum, der neben der Essenskammer ist. Das klemmt. Ich weiß definitiv, dass wir. Ich glaube, wir waren auch hier gewesen, ne? Also, das haben wir uns alles so angeguckt. Heidelbeertee, Kaffee, schwarzer Tee. Aber nicht wirklich. Aber es ist in dem Sinne noch alles so gestaltet, wie als wären die, ja, Hals über Kopf einfach abgehauen. Und zwar die ganze Crew. Obwohl in den Aufzeichnungen immer nur die Rede davon ist, dass drei eigentlich betroffen gewesen sind. Ist jetzt plötzlich niemand mehr da. Das klemmt. Achso, hier geht's wieder zurück. It's stuck. Hier klemmt's auch. It's stuck. Kriegt man nicht auf. Kriegt man nicht auf. Gekühlte Medikamente.
Witzig, dass auch so ein Notfallschrank hier im Ärztezimmer gleich noch mit dabei ist. Also es ist quasi fast wirklich überall. Es muss wirklich irgendwas sein, was hiermit zu tun hat. Ah, da haben wir den Fahrstuhl. Würde ich sagen, gehen wir mal definitiv eine Etage tiefer. Es knirscht und knackt an jeder Ecke. Ah, fünfzackigen Form auf den Bauwerken. Das sind die Aufzeichnungen, die wir quasi vor uns gerade gelesen haben. Es sieht aber wirklich auch reptilienartig aus, ne? Kannst du nur so sagen. Und immer wieder taucht dieses Muschelsymbol auf. Ob das wirklich eine Bedeutung hat? Na gut. Schauen wir uns mal um. Wir haben hier quasi fruchtbaren Boden gefunden. It won't open. Alles soweit zu. Scheint auch eine kühle Ebene definitiv hier unten zu sein. Obwohl hier eigentlich alles ausgeschaltet ist. Aha, hier haben wir nochmal einen Fahrstuhl, aber da fehlt der Hebel. Werde ich mir mal definitiv merken. Was haben wir hier? Ist einfach bloß ein Baum. Wirklich jede Tür, die hier rings um den Baum ist, erstmal abgeschlossen oder verklemmt. Derby Pigment, Schneiderstiftung, irgendein Buch. Eine Katze. Scheint nicht gesund zu sein. Was auffällt, ist immer noch diese Katze, ne? Sollte eine Katze wirklich so klingen? Und so verschwinden? Tür ist zumindest offen. Die Pflanze, sie mutiert! Ich glaube, da kommen wir erstmal nicht raus. Ja gut, wir gehen erstmal... Lol, das war also quasi nur so eine Einbildung gewesen. Oh, yes. These
saw the pre-human species we found frozen in a cave far south of the base. Also quasi Proben, die sie sich tiefgefroren haben von diesen Pflanzen, die sie dort gefunden haben. Und wir hatten da oben quasi so eine Mini-Format gehabt. Who is this? It's impossible to determine with so much decomposition. Wie lange hat er geschlafen? Da ist auf jeden Fall ein Schlüssel mit dabei. Und Notizen. Die Ausgrabung im ringförmigen Gebäude, das wir über den Linkaufzug erreicht haben, konnten wir heute endlich abschließen. Der Monolith, der stillschweigend darauf gewartet hat, wieder entdeckt zu werden, kann jetzt umfassend untersucht werden. Diese prächtige Stück Handwerkskunst lag unter einem Haufen Schutt vergraben und existiert womöglich seit der frühesten Geschichte der Menschheit. Ich kann meinen Gefühlen nicht mit Genauigkeit beschreiben, doch ich war absolut fassungslos, als ich zum ersten Mal in den uralten Hallen vor diesem gigantischen steinernen Werk stand und über die Auswirkungen dieser Entdeckung nachdachte. Nur Gott weiß, wie viele Zeitalter seit seiner Entstehung vergangen sind. Wenn ich nur daran denke, wie alt dieser Monolith ist, läuft mir ein kalter Schauer über den Rücken. Welche Zivilisation wäre imstande gewesen, solch ein Meisterwerk zu erschaffen, das nun einsam und verlassen vor uns steht, ohne die Geheimnisse seiner Meister preiszugeben. Des Weiteren konnten wir einige Symbole entdecken, die der Felskunst aus der Sahara im Südosten Algeriens ähneln. Auch wenn die meisten davon leider irreparabel beschädigt sind, wir haben keine unstößlichen Beweise, doch Cornell Black hält eisern an der Theorie der Kontinentalverschiebung fest. In jenem Fall haben wir nicht genügend Daten, um das Alter des Monoliths genau bestimmen zu können. Aber es ist nicht zu leugnen, dass diese Geschichte wieder einmal umgeschrieben werden wieder muss. Ja, ich würde sagen, ich beende das erstmal an dieser Stelle. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Euer Paddy und ciao.